Und herzlich willkommen zu einem Moment Flohmarkt Vinted Kleinanzeigen-Haul. Wir fangen direkt an, weil es sind einige Pakete gekommen heute, wirklich viele. Also so viele jetzt auch nicht, aber okay. Fangen wir mit dem Flohmarkt an. Jetzt habe ich bei einer Dame vorbeigelaufen und dann gab es dieses Spiel. Das ist so cool, ne? Da leuchtet dann und dann hast du so drauf. Der Kleine versteht es jetzt zwar noch nicht, aber der hämmert so gerne gerade und dann hat es 2 Euro gekostet und dann habe ich das natürlich mitgenommen. Und dann bin ich einmal weitergelaufen. Dann war da so eine Dame, die hat das da gehabt und auch so einen kleinen Rubble-Bagger. Und ich habe für die das wollte sie 5 Euro, für das wollte sie 4 Euro und für den kleinen Rubble-Bagger, den habe ich schon weggepackt. Da wollte sie 2 Euro und ich habe bezahlt 8 Euro. Also ich habe jedes Mal 1 Euro gespart und das findet der Kleine nicht ganz gut. Das Teil dreht sich. Moment. Voll cool. Und das da geht einfach das Ding so rein. Total cool, oder? Also findet der Kleine auch super, super interessant. Dann bin ich einmal weitergelaufen. Dann war da so ein junger Mann, ja. Und der hatte einfach eine Dual-Disc. Ich weiß noch, vor 3 oder 4 Jahren habe ich für meinen Sohn, der wollte unbedingt eine Dual-Disc haben, ne, von Yu-Gi-Oh!, falls du das kennst. Und ich habe damals eine bei eBay gekauft, eine gebrauchte. Gebrauchte bei eBay für 80 Euro. 80 Euro. Und jetzt habe ich mir gedacht, boah, cool. Ich habe gefragt, was es kostet, und er sagte 12 Euro. Da dachte ich mir so, boah, wie toll, dann kann ich die ja locker für 60 Euro verkaufen. Pustekuchen. Ich habe das gekauft für 10 Euro, denn ich habe noch den mitgenommen, den weißen Drachen mit Eiskarte. Und ich dachte, den kann man bestimmt auch super verkaufen. Also diese Dual Discs, die sind sogar so von 96, die gibt es jetzt voll viele. Und da gibt es sogar ein Nigelnagelneu für 30 Euro. 30 Euro. Das Ding kann ich gar nicht verkaufen. Also werde ich sie einlagern. Vielleicht wächst da ja nochmal ein Duellant heran. Das weiß man ja nicht. Und dann habe ich bei dem nochmal den Monster Truck gekauft für 1 Euro. Das ist von Hot Wheels. Monster Trucks mag ich ganz gerne. Und dann habe ich, da wo ich diese Frösche gekauft habe, bei der Frau dieses Teil gesehen. Also, das ist, da tust du einen Luftballon einklemmen. Das Loch hat sie nicht ausprobiert. Dann tust du dieses Auto so hin. Dann tust du diesen Luftballon aufblasen. Und dann lässt du das Auto los und dann fährt es mit dem Luftballon. Bestimmt total lustig, probiere ich aus. Habe ich noch nicht gemacht. Und da gibt es auch so Raketen. Die musst du dann auch so dran machen. Den Luftballon so hier irgendwie einklemmen. Weiß jetzt noch nicht genau, wie das geht. Muss ich ausprobieren. Und dann fliegt sie hoch und dann geht sie runter. Bestimmt ein Heidenspaß. Sie hat ein Stück, hat sie vergessen, ein Teil, wo das dann besser gehalten hat, über den Raketen. Hat sie wohl zu Hause vergessen, aber gut. Kann man nichts machen. Und dann bin ich einmal weitergelaufen und habe, wo ist das hier? Ja, genau. Also einmal bei einer Frau, die hat so Playmobil-Figuren gehabt und dann hatte sie diese Playmobil-Figur, eine Toni-Figur, einen Sandmann. Und dann habe ich gefragt, was kostet das? Und sagt sie 2 Euro. Den habe ich sofort genommen, geschnappt und dann hat sie noch so Hot Wheels gehabt, also so Monster Trucks. Dann habe ich einmal das da gekauft. Und einmal den, für jeweils 1 Euro, also 4 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, sagt man dann der Frau, dass das eine Toni-Figur ist und die wertvoller ist? Nee, oder? Macht man nicht. Genau, und dann gab es einmal, ich weiß nicht, wie der heißt, aber von Bob der Baumeister. Ah, das habe ich bei der Frau gekauft, stimmt. Das waren 3 Hot Wheels, Monster Trucks. Jeweils 1 Euro, genau. Also das hat 1 Euro auch gekostet. Moment, da war noch was dabei. Einmal da. Und nochmal irgendeins. Was habe ich denn jetzt? Das war auch irgendwas von Paw Patrol, das habe ich glaube ich auch schon weggeräumt. Da hat er gesagt, jeweils 1 Euro. Dann hatte ich 5 Sachen, dann sagte er 7 Euro. Und ich so, hä? Wie 7 Euro? Dann sagte er, ja okay, 6. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Erst sagte er, ja, wir machen einen guten Preis, wenn du mehr nimmst. Und dann nimmst du mehr und dann ist es teurer wie normal. Also ganz schön. Manchmal wirklich. Also bei dem kaufe ich nicht und der kommt nämlich immer regelmäßig. Bei dem kaufe ich nicht mehr. Haben wir schon gesagt. Dann
hatte ich die Idee. Wie will ich das? Das ist so ein Kindersitz für so einen Tisch dran geklemmt für so Babyborn. Genau, ich hatte nämlich die Idee, müssen wir gucken, wie ich das. Ach so, geht das. Ah, okay. Ich habe hier so ein Babyborn gekauft beim vorletzten Flohmarkt und ich dachte, der kleine Mann kriegt so einen kleinen Tisch mit so einem Stuhl und da kann er sich selber essen, schneiden und so. Also habe ich die Idee gehabt, dass ich das mache. Und dann dachte ich mir, wenn ich so ein Ding dran klemme und ein Baby reinsetze, dann würde er das eher machen, weil dann müsste er das Baby ja füttern. Oder würde er es vielleicht sogar gerne füttern. So, und dann habe ich geguckt bei eBay und überall und das hat irgendwie 20 Euro gekostet. Und sie wollte 7, dann hatte sie noch ein Pepper Woods Papa Clef, glaube ich heißt er, mit seinem Abschleppkran. Das habe ich noch mitgenommen, das hat 3 Euro wollte sie dafür, also insgesamt 10. Und dann habe ich das für 8 mitgenommen. Das da und den Papa Clef, den habe ich auch schon eingepackt in die Pepper Woods Box. Das siehst du, wenn ich das Video hochlade mit dem ganzen Spielzeug, das ich gerade aussortiere. Genau. Super, ich bin gespannt, ob das wirklich so annimmt, wie ich mir das vorgedacht habe. Dann gab es eine Dame, die hatte so kleine Tassen, die haben jeweils 50 Cent gekostet. Habe ich auch für den Kleinen mitgenommen, ist eigentlich ganz süß. Die gehen ja schnell kaputt. Dann gab es da nochmal eine, ein Herr bin ich weitergelaufen und das ist so ein Zug, der fährt halt einfach, oder fährt nicht mehr. Ah, der ist noch gefahren. Jetzt fährt er nicht mehr. Dann war da nochmal so ein Stand, die hatte so ein, das ist das V-Tech Dingsbums, wo man so Schrauben einschraubt, aber die hatte irgendwie nur 2 Schrauben gehabt und das war so ein Köfferchen. Das habe ich schon weggeschmissen und das Teil habe ich behalten, weil der kleine Mann tut sehr gerne mit irgendwas bohren und rumrennen. Genau, da war auch noch so eine Zange dabei und so eine Schraube, das schmeiße ich dann wieder weg. Alles verwischt. Da ist nochmal so ein Auto von diesem, ne, wo man die Luftballons einbaut. Da ist auch noch so eine Zange dabei. Dann habe ich eine Katzenbürste gekauft für 1 Euro. Ich probiere mal, ob die Katzen das mögen. Dann gab es ein Buch für 1,50 von Pepper Woods. Das tue ich gleich weg für Weihnachten. Dann war da auch nochmal so ein Stand mit ganz vielen Büchern und Spielzeug und so. Und jedes Buch hat 1 Euro gekostet. Ich habe einmal das mitgenommen. Einmal das fand ich ganz gut. Das ist wahrscheinlich so ein McDonalds-Buch, oder? Ey, weh. Könnte man sagen. Dann gab es einmal das. Einmal das finde ich auch irgendwie. Ach ne, das hat 13 Euro gekostet. Wow. Dann einmal so ein Baustellenbuch. Und einmal der kleine Fuchs. Hört ein Mucks. Genau. Die habe ich alle mitgenommen. Und packen wir. Denn. Ich muss das noch alles sauber machen, bevor der. Den Platz. Ich habe hier nicht. Geht. So, geht's weiter. Machen wir weiter mit Kleinanzeigen. Da gibt es einen Shop. Dieser Shop verkauft Toni-Figuren, unter anderem. Da habe ich schon mal gekauft gehabt. Und da ist dann halt so ein Bild gedruckt, nicht die Original, also nicht das Bild, von wo der Toni drin ist, sondern dieses, was man so draußen sieht. Da habe ich mir bestellt. Einfach nur so gedacht, ja scheißegal, kostet 7 Euro, passt. Und dann sind die einfach nagelneu gewesen. Also die waren original verpackt. Dann kamen wieder Toni-Figuren raus und die haben einfach 7 Euro gekostet. Und ich habe zugeschnappt. Einmal Grolltroll, einmal Halvar. Also pro Toni 7 Euro. Original verpackt. Einmal Weihnachtsmann, kreativ. Einmal Lola. Dann Janosch. Und der Hase. Wir haben so viele Bekannte, Verwandte, wo Kinder haben, jedes mögliche Alters. Somit, ja, passt es einfach. Ist ja bald Weihnachten. Einmal diese Osterhasen, dann haben wir Bibi und Tina, Obelix. Also die, dann, genau, ich habe da 3 oder 4 Mal bestellt. An 4 Tagen haben sie Toni-Figuren drin gehabt und die habe ich alle bestellt. Und am 4. Tag haben die dann 8 Euro gekostet. Und zwar haben diese jetzt zum Beispiel schon 8 Euro gekostet. Einmal Thomas, unendliche Geschichte. Max-Tuffins, Ostwind und Benjamin, der war noch für 7 drin. Jetzt,
da ich wirklich 4 Tage hintereinander die Tunis gekauft habe, jetzt kostet wieder einfach 10 Euro. Heute habe ich geguckt, die haben sogar den Preis erhöht auf 11 Euro, was ja super legitim ist, das ist ja okay. Das würde ja trotzdem noch niemand kaufen, der Versand kostet aber halt einfach 6 Euro. Das heißt, man muss schon mehrere kaufen, dass es sich lohnt. Dann habe ich gefunden bei Kleinanzeigen eine Tunibox. Und zwar eine pinke, ich habe noch keine pinke. Ein Toni war dabei, einmal der Hotzenplotz, das ist die alte Version. Dann war einmal Ariel dabei, einmal Haferhorde und dieser blöde Löwe, den haben wir schon echt verlauft. Und natürlich die Lade. Genau, dafür habe ich 40 Euro bezahlt. Denn, genau, bei eBay ist es gerade, nee, bei Kleinanzeigen ist es gerade so, dass man sich die Versandkosten spart, wenn man über DHL direkt da kauft. Wenn die das anbieten, ja, Verkäufer, DHL, dann kauft man das und dann zahlt die für dich sozusagen die Versandkosten. Und somit habe ich nur 40 Euro bezahlt. Mit Käuferschaft waren es glaube ich 41. Dann habe ich einmal den Toni gekauft, der hat 8 Euro gekostet. Einmal die Heuleule, die haben wir auch noch nicht. Dann habe ich diesen Löwen gekauft, 8 Euro mit Versand. Einmal Caillou, da war für 10 Euro mit Versand 2,75. Und einmal diesen Zug, der hat 10 Euro gekostet. Plus Versand, 12 Euro. Dann habe ich gekauft einmal den Olchi, also Olchi Detektive, einmal Nemo, dann einmal Kleiner Wassermann, haben die Kurschen super gern gehört, und den Peter. Dafür habe ich bezahlt 28 Euro mit Versand, mit Hermes Versand. Ja. Dann habe ich einmal den Kreativtoni bestellt, den Superheldin, und einmal den Griechen, griechische Sagen. Das ist die alte Version. Die gibt es halt nur nicht mehr zu kaufen. Habe ich dann jetzt. Das habe ich für die bezahlt. Ich glaube 20 Euro plus Versand. Dann habe ich einmal bestellt Pepper, 5 Euro. Und dann habe ich gefragt, ob sie vielleicht noch andere hat, dass sich das Versand lohnt. Dann hat sie gesagt, ja, hatte sie einfach nochmal Bobo und einfach nochmal Bobo beim Kinderarzt. Jeweils 5 Euro. Dann nochmal den Sandmann. Und da nochmal den Sandmann. Da wusste ich ja nicht, dass ich am Flohmarkt für 2 Euro den Sandmann finde. Also ich habe für das alles 28 Euro mit Versand bezahlt. Das geht. Das ist okay. Das kann man nicht merken. Das passt. Dann habe ich nochmal, also es ist sehr Tunislastig. Ich liebe Tunis. Ich finde das so genial. Ich finde das so toll. Einmal Minion. Einmal Willy. Einmal nochmal Bobo. Aber gut, das wusste ich ja jetzt nicht, dass ich den für 5 Euro bekomme. Und einmal Feuerwehr ist es, glaube ich. Wieso, weshalb, warum? Denn der kleine Mann hört auch super gerne, was ist was. Das haben die Großen extrem sehr gerne. Immer gehört. Das sind so viele CDs. Und ja. Aber das ist ja was anderes ein bisschen. Aber gut, ist ja auch informativ. Dann geht es weiter mit diesen Versandkostenfrei. Also ich habe nicht alle Pakete bekommen, denn dieser Versand, den sie bezahlen, gilt nur 3-mal. Das heißt, ich habe auf meiner Seite bestellt, dann habe ich meine Mutter eine Seite, bei der habe ich auch bestellt. Das kam zum Beispiel bei mir an. Ein Postauto. Total cool, 18 Euro kostet, den Versand habe ich mir gespart. Da ist noch der Gabelstapler dabei und irgendwelche Pakete und ein Ding. Der kleine Mann findet es so toll, wenn er ein Postauto sieht. Und für 18 Euro, da fehlt zwar die Luke, aber mei, das ist nicht so schlimm. Die Türen gehen auf, das ist für den Bruder. Oder so. Das ist voll cool. Also ich habe geguckt bei eBay oder überhaupt bei Google, die kosten 50 Euro. Das geht sehr schnell kaputt bei uns. Das kann man bestellen nicht. Das ist nicht toll. Dann habe ich einmal sowas gekauft. Dann muss ich sagen, riecht sehr nach Keller. Das wird dann aber halt draußen benutzt, aber das ist echt voll eklig. Das ist so ein Streufahrzeug oder so. Man kann da im Winter streuen. Da fehlt aber leider dieses Ding. Das hat aber auch nur 8 Euro gekostet. Ich glaube 8 Euro. Den Versand habe ich mir ja gespart. Dann, das ist so warm, habe ich nochmal eins gekauft. Das hat nur 8 Euro gekostet, aber wirklich so dreckig. Und da war eine Spinne dabei. Danke. Super. Ich kann nicht hinfassen. Kennt ihr das, dass ihr euch auch gleich so dreckig fühlt, wenn ihr irgendwas anfasst, was dreckig ist? Oder was Fremdes, wenn ich auf dem Flohmarkt war, dann muss ich sofort immer gleich Hände desinfizieren. Also wenn ich da rumlaufe, ist es okay. Aber wenn ich rausgehe, muss ich sofort die Hände desinfizieren, weil die sich so schwer anfühlen. Also die hat gemeint, da wäre irgendwas gebrochen. Also ich sehe da was gebrochen. Ah. Ah, okay.
Da ist wohl irgendwas gebrochen. Boah, das sind Blätter. Okay, der Leist ist dreckig. Na gut, das wird wahrscheinlich auch draußen benutzt. Oh, krasse Spinne hier im Boot. Und eine Spinne. Vielen lieben Dank. Echt. Wow. 8 Euro hat es gekostet, also 9 Euro mit Käferschutz. Ist auch noch vollkommen okay. Das stelle ich gleich hin. Nach draußen. Nicht, dass hier noch eine Spinne. Boah. Wow. Wirklich. Ja, das war's. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Jetzt, achso, ja. Das Kleid habe ich auch im Flohmarkt gekauft. Ich muss sagen, es kaschiert nicht so gut, denn wenn man ein Bäuchlein hat, dann sieht man das sehr gut. ja, aber ich wollte das unbedingt anziehen. Ich konnte gar nicht mehr warten. Ich fand das so toll. Glitzer. Ich war aber heute arbeiten, deswegen sehe ich auch so aus. Ja, das ist so unfassbar warm. Wow. Und meine Haare sind so verknotet, weil ich hier den kleinen Schlaf hingelegt habe. Und da schwitzt man ja. Wow. Ja. Also, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, Mittag, morgen, Abend, wann auch immer du schaust, wenn sie bestimmt.